Let's start again. Moin ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Minecraft Empire. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Freunde. Ich bin schon rausgegangen, ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, bin sehr früh heute aufgestanden, denn ich habe einiges vor, meine lieben Freunde. Ich muss jetzt direkt mal zum Anfang erwähnen, ja, ich hoffe, dass der Streit mit Revi, dass wir den jetzt beigelegt bekommen. Ich habe bis jetzt von Revi noch keine Antwort oder so erhalten, deswegen, ich warte jetzt erstmal ab, die Kanonen von ihm sind auch noch aufgebaut. Kann also sein, dass Revi, keine Ahnung, das noch nicht gesehen hat, was ich ihm übergeben habe, das Angebot, womit wir ja relativ simpel den Streit schlichten können. Ich möchte auf jeden Fall, dass wir nicht mehr uns weiter deswegen in der Haare haben und lass das Ganze jetzt einfach mal die Sache ruhen. Warte seine Antwort auf das Angebot ab. Vielleicht muss er sich das auch einfach nur in Ruhe überlegen. Und ich habe heute etwas ganz Besonderes vor für einen ganz besonderen Menschen in meinem Leben, meine lieben Freunde. Denn die liebe Tana, ja, meine herzallerliebste Tana, die ich über alles liebe, musste sie leider, während wir unsere Streitigkeiten hatten, Revi und ich, unter Basti und Baluis Haus verstecken, in einem kleinen, feuchten, kalten, steinernen Loch, ja, und das tut mir unendlich leid, dass Tana, und Tana liebt mich anscheinend auch über alles, weil welche Frau, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, welche Frau würde solche Qualen mitmachen? Dich in so einem Loch über Wochen hin einsperren zu lassen, ja. Ey, mir zerreißt es das Herz, wenn ich wieder daran denke. Das tut mir so leid, ja. Ich will das alles wieder gut machen und deswegen habe ich mir überlegt, möchte ich Tana das größte Geschenk aller Zeiten machen. Aber dafür müssen wir erstmal einmal ganz kurz ins Haus ein bisschen ruhig sein. Ich glaube, Tana schläft gerade noch. Die ist nämlich sehr früh am Morgen. Will sie jetzt nicht wecken. Und zwar, meine Idee ist, Leute, ich möchte Tana gerne morgen zu einem Picknick einladen, ja? Ich möchte mit Tana gerne picknicken gehen. Ich habe mir noch ein paar andere Sachen überlegt. Ich werde jetzt gucken. Ich hatte hier ein paar Pferde hier gesehen, ja? Oh, hier sind sogar schöne Pferde. Hier haben wir sogar ein graues. Da haben wir noch so ein dunkelbraunes. Oh, hier haben wir ein schwarzes. Das könnte ich gut nehmen. Und hier ist ein weißes. Das nehmen wir für Tana. Sehr schön. Ja, dann werden wir diese beiden Pferde nehmen. Dann werde ich mit ihr einen Ausflug durch die Stadt machen. Ja, ich werde mit ihr durch die Stadt reiten, ihr die Stadt zeigen und alles. Und anschließend werden wir dann ein schönes Picknick machen gemeinsam. Und ich habe auch geplant, mit ihr den Sonnenuntergang zusammen anzuschauen. Vielleicht gehen wir auch ein bisschen schwimmen hier im See. Also ich will morgen mit ihr auf jeden Fall einen wunderschönen Tag verbringen und habe da echt super viele Pläne. Und was Tana auch noch nicht weiß, ich bin ja schon dran, mir zu überlegen, wie wir das mit der Hochzeit anstellen, Leute. Die Frage ist halt nur, wo machen wir das mit dem Picknick? Ich muss dafür heute alles perfekt schon mal mir überlegen und vorbereiten und alles. Übrigens, 19.30 Uhr ist heute wieder Empire Livestream. Davor werde ich aber auch schon streamen. Also ich denke, so gegen 16 Uhr wird es losgehen. www.twitch.tv/gtimetv. Wir werden dann heute im Livestream die Vorbereitung für das Picknick und alles heute treffen. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt ja auch Revi heute Abend, dann kann ich mit ihm das mit dem Streit und so schlichten und alles. Das kriegen wir schon hin, dass das auch auf vernünftiger Ebene alles abläuft. Und dann können wir uns voll und ganz darauf konzentrieren, dass ich, ja, für Tana einen wunderbaren Tag vorbereite. Vielleicht hilft mir ja sogar Revi. Ich kann ihn ja mal fragen. Auf jeden Fall, hier ist ein super schöner Platz. Ich finde, hier haben wir echt super viele schöne Blumen. Wir haben eine schöne Aussicht auf den Baum dort. Ja, wir sind hier in Sicherheit. Hier sind viele Pferde. Vielleicht ist auch hier ein guter Platz. Hier könnte man auch überlegen. Dann machen wir hier schöne große Decke hin und dann Körbe mit Essen drinnen und allem drum und dran. Und da haben wir auch eine super tolle Aussicht auf die Sonne einfach, wenn wir dann abends vielleicht wieder hier zurück zu unserer Picknickdecke wollen und uns einfach nur den Sonnenuntergang gemeinsam anschauen möchten. Leute, ihr könnt natürlich gerne Ideen schreiben, aber wenn wir das dann heute Abend alles im Livestream vorbereiten, dann könnt ihr ja direkt live mit einwirken auf die ganze Sache. Leute, es geht darum, ich muss Tanas Herz richtig stark erobern. Ich weiß, dass sie mich noch immer liebt und dass sie mich über alles liebt, weil sonst hätte sie diese ganzen Sachen gar nicht mitgemacht, ja. Aber ihr wisst, wie das ist nun mal. Ich möchte mich gerne bei ihr entschuldigen und ich möchte das sehen, also ich möchte, dass sie sieht, dass mir das wirklich, wirklich leid tut, was ich ihr angetan habe. Und ich guck mal, ob mein Schatz schon wach ist. Vielleicht kann ich ihr da irgendwie, ja, vielleicht ein kleines Frühstück oder so bringen. Wir können ja mal gucken. Geh mal runter in den Keller. Ich schau mal eben. Ich habe ja noch ein paar Sachen, ne, so, die ich ihr geben kann als Frühstück oder so, je nachdem. Ich guck mal. Oder irgendeine Kleinigkeit, die ich ihr schenken kann, hier so an Essen. Ah, guck mal, wir haben hier sogar so Schokokuchen. Was haben wir hier noch? Okay, nee, das isst sie, glaube ich, eher nicht so gerne. Oh, wir haben hier aber Bananenbrot zum Frühstück. Bananenbrot, Strawberry Pie ist auch gut. Den Chicken Curry würde ich ihr jetzt nicht unbedingt am frühen Morgen geben.
Ja, ich glaube, wir geben ihr mal so ein Strawberry Pie oder ja, so ein Bananenkuchen, ne? Bananenbrot, das schmeckt auch lecker, Bananenmusbrot, ne? Ich frag sie mal, ob sie vielleicht Hunger hat, ja? Wir gehen jetzt einfach mal rein, dann gucken wir mal. Also hier geht's wirklich richtig, richtig gut, Leute. Und das hat echt, also wir haben echt lange geredet und ich habe mich auch schon tausendmal entschuldigt für das, was ich getan habe. Leute, das tut mir wirklich leid, ja? Also denkt nicht falsch über mich, ne? Ich liebe Tana wirklich, also ich habe das nur zu ihrem Besten gemacht. Ich habe ihr auch das versucht, lang und breit zu erklären. Leute, ich könnte mir das niemals verzeihen, wenn Tana irgendetwas zustößt, Leute. Tana ist mein Ein und Alles, ja? Ohne sie, ich könnte niemals ohne sie leben. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. So, zack. Gucken wir mal. Ah, du bist schon auf, mein Schatz. Guten Morgen. Ich habe dir was mitgebracht hier. Ich habe für dich ein leckeres Bananenbrot. Hast du da vielleicht... Oh, das scheint dir nicht so zu schmecken. Das tut mir leid, Schatz, ja? Das wollte ich nicht, ja? Ja, tut mir wirklich leid. Willst du vielleicht einen von diesen Erdbeerkuchen hier? Der ist ja schon alt. Ich stell dir mal... Oh, den kann ich dir leider hier nicht hinstellen. Soll ich dir den einfach... Willst du den vielleicht haben, so? Moment, so. Willst du den nicht haben? Okay, anscheinend nicht, ne? Tut mir leid, ja gut, wenn du da keinen Hunger drauf hast, ist nicht schlimm. Schatz, denk nichts Falsches von mir. Ich muss ein bisschen was vorbereiten, aber ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Warte mal einen Moment. Ey, die ist aber echt wählerisch, ne? Also das muss ich ja ehrlich mal sagen. Also Tana ist echt eine wählerische, Leute. Die weiß, also sie will auf jeden Fall erobert werden, sag ich mal so, ne? Sie weiß, was sie will. Okay, ich weiß auch, was sie will. Ich kenne meine Geliebte ja schon mehr als genug, Leute. Und ich weiß auf jeden Fall, was sie nicht abschlagen kann. Das ist nämlich, wenn ich ihr schöne, glitzernde Sachen schenke, ja? Da freut sie sich immer am meisten drüber. Ich habe halt gedacht, Liebe geht durch den Magen, ja? Dann gibt sie ihr mal was Feines zu essen. Anscheinend ist das nicht so der Fall, dass bei ihr Liebe durch den Magen geht. Gut, dann kriegt sie halt jetzt ein paar schöne Glitzersachen geschenkt, wenn sie das glücklich macht. Hauptsache, mein Schatz ist glücklich. So, dann gehen wir mal eben hin und dann geben wir ihr jetzt erstmal schön diese Glitzersachen hier. So, mein Schatz, da bin ich wieder. Pass mal auf, guck mal, der Kevin, der hat jetzt echt richtig schöne Geschenke für dich mit. Da freust du dich bestimmt drüber, oder? Ha, siehst du, ich wusste es doch. Mensch, freut mich, dass dir die Geschenke gefallen haben. So, ich lasse dich jetzt mal besser in Ruhe, weil du bist gerade, glaube ich, ein bisschen enttäuscht von mir. Tut mir wirklich leid. So, oh, Junge. Liebe geht durch den Magen. Bei ihr funktioniert das anscheinend nicht. Ey, jetzt weiß ich nicht, ob das mit dem Picknick so eine gute Idee ist, Leute. Ich ziehe es einfach durch. Sie muss ja nichts essen, wenn sie nicht will. Ja, wir müssen nur gucken. Ich muss am besten... Oh, weg mit dir, du blödes Ei. Das will ich jetzt auf jeden Fall nicht haben. Ich muss am besten gucken, dass ich da irgendwie so eine Picknickdecke oder so ausgebreitet kriege, ja. Ich habe da noch nichts groß für. Ich muss erstmal schauen, dass ich ein bisschen Wolle dafür nehme oder so, damit wir dann schon mal diese Picknickdecke vorbereiten können. Oh, ich hoffe nur, dass wenn Revi davon heute vielleicht Wind bekommt, wenn ich das alles heute Abend vorbereite und so, dass er natürlich nicht nachher ankommt und sagt, er will gerne mit zum Picknick, Leute. Ich glaube, ich sollte ihm besser vielleicht nicht davon erzählen, oder? Was ist eure Meinung? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Soll ich Revi von der Sache erzählen, was ich vorhabe mit Tana? Oder soll ich es lieber lassen? Weil ich habe die Bedenken, dass Revi dann sagt, ja, dann lass mich doch mitpicknicken, dann können wir auch unsere Freundschaft noch viel besser festigen und alles. Ja, schön und gut, aber ich möchte gerne mit Tana alleine Zeit verbringen, Leute. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen verstehen, ja, dass ich gerne mit ihr heute alleine sein will. Das hat echt nichts damit zu tun, ich brauche Eisen. Das hat echt nichts damit zu tun, dass ich was gegen Revi habe, Leute, ne? Aber ihr versteht das doch sicherlich, wenn ich jetzt einfach sage, hey, ach, hier habe ich übrigens Wolle. Hey, ich brauche ein bisschen Zeit einfach mit Tana alleine, ne? Ich denke mal, ihr seid doch vernünftig, ihr versteht das doch, oder, Leute? Und ich möchte hier ein besonderes, großes Geschenk extra nur für sie machen. Und das klappt ja nicht, wenn Revi dabei ist. Also, wir gehen nochmal den Ablauf durch. So, also, wenn sie morgens hier mit mir rauskommt, dann werden hier die beiden Pferde stehen. Perfekt geparkt so. Ja, die werden so stehen und werden sie angucken und dann, da wird sie sich freuen. Vielleicht wird sie mir schon direkt dann um den Arm fallen, weil sie sieht, hey, Kevin hat mir ein Pferd sogar besorgt. Ich meine, welche Frau würde sich nicht freuen, wenn ihr Mann ihr ein Pferd schenkt, ja? Also, das ist ja auch nichts irgendwie mal, was man eben so besorgt, ne? Ich versuche gerade übrigens Schafe zu finden, weil ich brauche ein bisschen Wolle. Uiuiuiui. Da war auf jeden Fall ein Bär. Hier sind im Moment kaum Schafe, da habe ich das Gefühl. Hier sind gar keine Schafe. Was ist denn hier? Ah, da sind welche. Okay, sehr schön. So, dann reiten wir mit den Pferden zur Picknickdecke. Picknicken ein bisschen. Ja, das wird, denke ich mal, auch sehr, sehr schön. Ich werde dafür viele, viele schöne, leckere Sachen kochen. Vielleicht war das einfach nur nicht Tanas Geschmack, was ich gekocht habe. Vielleicht ist sie gar nicht so eine süße Maus, sondern eher so eine herzhafte Maus, ne? Das kann ja auch sein. Das müssen wir herausfinden. So, dann wird es auch ein paar schöne Getränke geben. Ich baue, glaube ich, so ein kleines Buffet uns extra am Picknick auf. Ja, da kann sie sich auch drüber freuen und so. Dann gehe ich mit ihr ein bisschen am See schwimmen.
Das wollte ich sowieso schon immer mal machen, mit ihr ein bisschen schwimmen gehen. Dann werden wir die Pferde uns schnappen, werden durch die Stadt ein bisschen reiten und dann werde ich ihr die Stadt zeigen. Und ja, dann müssen wir mal gucken. Dann wollte ich eigentlich mit ihr später wieder zurück. Und dann werden wir gemeinsam uns den Sonnenuntergang anschauen. Eieieiei, hier sieht's aus, ey. Also nach Frieden auf jeden Fall nicht. Ich habe gerade mal 8 Wolle, ich weiß nicht, ob das reicht. So 16 Stück wollte ich schon gerne haben. Oh, hier sind noch mal Schafe. Sehr schön. Holen wir uns hier auch noch mal so ein bisschen Wolle. So, zack. Ah, hier sind aber auch keine Schafe mehr in der Umgebung. Wie viel habe ich denn jetzt? 10. Ja, ich glaube, mit 10 sollte ich aber auch sehr weit kommen, Leute. Ich glaube, 10 Wolle reichen vollkommen aus. Aber da hinten ist auch noch ein Schaf. Moment, da holen wir uns auch noch. Dann haben wir ja noch mal ein bisschen mehr Wolle. So, zack. Wie viel haben wir jetzt? 13 Wolle. Ja, Mensch, guck mal. Vielleicht entdecke ich sogar jetzt hier auf dem Rückweg noch das ein oder andere Schaf. Ja, das ist das, was ich gerade geschert habe. Müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir hier noch eins, was ich dann scheren kann, wodurch ich dann auch nochmal ein bisschen Wolle kriege. Und wenn ihr natürlich Ideen habt, was ich noch alles in dem Tag morgen einbauen könnte, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben oder mir, wie gesagt, heute Abend helfen, ja. Ich wollte gerne auch Live-Musik reinbringen, aber Bassi und Balui, die sind ja auf einer langen, langen Reise, das haben die mir auch angekündigt, dass sie sehr, sehr lange weg sein werden. Keine Ahnung, die wollten mich auch nicht dabei haben, wahrscheinlich ist das wieder irgendwas exklusiv nur für Drachenreiter. Da muss ich mich leider mit abfinden, Leute. Ich bin halt nun mal kein legendärer Drachenreiter oder kein echter Drachenreiter und werde niemals einer sein. Das hat der Urdrache mir ganz klar gesagt. Damit werde ich mich abfinden müssen. Das ist aber auch kein Problem. Ja, wie gesagt halt, Musik ist keine Option. Vielleicht könnte man gucken, ob man irgendwie eine Zauberershow organisiert oder so. Vielleicht haben wir auch irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Haben wir einen Zauberer oder so? Dann könnte man auch so Sachen machen. Ich könnte auch noch vielleicht überlegen, noch andere Geschenke für Tana vorzubereiten. Naja. Oh, da sind nochmal 2 Schafe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und direkt so nah an der Stadt. Das sind sogar 3. Ja, sehr geil. Dann habe ich ja mehr als genug von der Wolle. Dann kann ich nämlich mich auch schön ordentlich um die Decke kümmern, damit ich die schon mal schön vorbereite. Und dann müssen wir mal gucken halt, ne? Also ich habe da schon echt einige Ideen, was ich noch so machen könnte für Tana. Womit ich auf jeden Fall, sage ich mal, so ein bisschen ihr die Liebe zu ihr beweisen kann. Aber Tipps sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich will mich jetzt nicht als Meister der Liebe hier sehen oder bezeichnen. Ja, ich denke mal, ihr habt auch gute Tipps, gerade hier die Mädels unter uns. Mädels, schreibt mir mal ein paar Sachen, die ihr noch schön fändet, wenn man die für euch machen würde, ja? Schreibt mir einfach mal so richtig ein paar schöne, nette Sachen und schreibt mir auf jeden Fall auch mal, wie ihr das, was ich vorhabe, findet. So als Mädchen, würdet ihr das zu kitschig finden? Würdet ihr eher sagen, nee, Kevin, das macht das lieber nicht? Oder würdet ihr sagen, boah, Kevin, das ist mega, mega eine gute Idee, was du davor hast, ja? Das könnt ihr mir gerne natürlich in die Kommentare schreiben, ne? Ich gebe mir echt Mühe, Leute. Ich hoffe, das merkt man auch, weil ich möchte wirklich mich bei Tana entschuldigen und alles wieder besser machen. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal unsere Decken. Dann können wir das alles so ein bisschen da ausfalten schon mal und vorbereiten. Ich hoffe nur, dass es nicht regnet. Also wenn es regnen würde, da wäre ich schon echt sehr enttäuscht. Ich hoffe, dass das Wetter mir keinen Strich durch die Rechnung macht bei meiner Überraschung. Und dann müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, hier hinten baue ich das Buffet so ein bisschen auf und dann kommt hier schön, hier kommt dann schön die Decke hin, ja. Hier breiten wir schön die Decke aus. So, zack, zack, zack. Guckt euch das mal an. Das ist doch, da haben wir doch ordentlich Platz. Da haben wir ordentlich Platz hier. Meine Güte, das ist doch eine schöne Decke. So, sehr geil. Dann kommt hier so ein kleines Buffet hin. Und dann stelle ich hier so kleine Tische auf, wo sie sich bedienen kann. Dann versuche ich frisch gepflückte Erdbeeren und sowas zu besorgen. Da werde ich mich auf jeden Fall auf die Suche nachmachen. Nein, nicht du, Psycho. Nicht du. Du kannst hier ganz schnell weggehen, ja? Du brauchst hier nicht rumgammeln, während dann ich mit meiner Geliebten hier ein Picknick mache. Und deine, ja genau, diese komischen Sachen und Geräusche, die du hier machst, die brauchst du nicht machen, ja? Du wirst mir mein Picknick nicht zerstören, sonst werde ich dich hier entfernen. Ich buddel dich dann einfach in die Erde ein. Glaub mir das, ja? Leute, von dem lasse ich mir das Picknick nicht zerstören, ja? Also, bis heute Abend bist du hier verschwunden. Wenn du dann noch immer hier bist, dann wird's Ärger geben. Glaub mir das, Freundchen, ja? Da kannst du so unschuldig nach unten gucken. Das lasse ich mir nicht gefallen, Leute. Ohne Witz. Ich will ein schönes Picknick mit Tana verbringen. Und das wird mir hier niemand kaputt machen, ja? Keiner. Das wird mir keiner kaputt machen, das Picknick. So, okay, gut. Leute, dann haben wir ja schon mal soweit alles vorbereitet mit der Decke. Ja, dann werde ich mich heute Abend um den Rest kümmern, sobald Tana im Bett liegt und schläft, ja. Da werde ich dann gucken, dass ich den Rest mache. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Zeit mit ihr verbringen, das ist ganz wichtig. Sie hat mir auch gesagt, dass sie meine Nähe gerne möchte. Dadurch, dass ich so lange weg war und nicht so oft bei ihr war, wo sie da unten in diesem
in diesem Loch war, wo ich sie eingesperrt habe. Das tut mir so leid. Ja, Leute, da würde ich einfach mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne eine positive Bewertung, genauso auch Feedback in den Kommentaren da lassen. Und nicht vergessen, 19.30 Uhr, da treffen wir die restlichen Vorkehrungen für unseren großen Tag morgen. www.twitch.tv/gtimetv könnt ihr gerne einschalten. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, sei es Stream-Ankündigungen oder auch Videos zu Empire, dann könnt ihr natürlich gerne, wenn ihr möchtet, rein abonnieren, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Empire wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und vergesst auf jeden Fall nicht, Mädels hier mir in die Kommentare zu schreiben. Ich brauche eure Hilfe, Leute. Das muss wirklich das größte Geschenk aller Zeiten werden. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.